Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank 3 auf der PlayStation 2. Wir gehen mal Quark suchen. Der hat sich wohl abgesetzt. Und vermutlich haben wir jetzt eine Spur, wo er stecken könnte. Werden wir gleich mal sehen. Wir haben ja das wunderbare Videospiel gespielt und ich war jetzt gerade ja noch kurz auf Aquatos, um zu gucken, ob Slim Cognito endlich Waffen für mich hat, weil es kann ja nicht sein, dass wir nur zwei Waffen von dem kriegen. Aber wir kriegen wohl keine weiteren momentan. Hey, Junge, der Rausschmeißer ist im Angebot. Wenn du schnell bist, kriegst du noch einen Rabatt von 10%. Ich hasse dich. Ich war doch gerade bei dir. Jetzt holen wir den auch. Das ist mir jetzt sowas von wurscht. Ich war gerade bei ihm. Ihr wart mit dabei in der letzten Folge. Der hatte den nicht. Ich hasse dich. Und wehe, der ist jetzt nicht da. Komm, komm. Und vor allem, ich krieg sowieso einen Rabatt auf das Ding. Na, komm. Wobei, sind die dann immer kostenlos? Jetzt bin ich mir echt unsicher. Gib her. Kostenlos. Kauf ihn. Danke. Ihr habt wohl echt gute Beziehungen. Kann man so sagen. Aus früheren Zeiten. Oh, gute Beziehungen muss man pflegen. Ist wichtig. So, und jetzt gehen wir nochmal Quark besuchen. Vorausgesetzt, der ist da überhaupt. Ich meine, das ist eine reine Vermutung aus einem Videospiel. Und es wurde eigentlich von einem Asteroiden gesprochen. Das sah jetzt nicht nach einem Asteroiden aus. Naja, schauen wir mal. Na komm. Es gibt zwei Wege. Das ist, glaube ich, ein Plattformteil. Es gibt zwei Wege. Wir machen nicht den Hauptweg. Wir machen erstmal den Zweitweg, weil ich jetzt durch die Startgeschichte hier ein bisschen Zeit verloren habe, oder? Nee, ach komm. Nee, wir gehen jetzt erstmal Quark suchen. Wir gehen den Hauptweg. Wir gehen den Hauptweg. Oh, stimmt. Wir haben ja dieses Pad gekriegt, dieses Transportpad. Das war zu spät. Lieber Chat. Achso, stimmt. Ich muss erstmal dieses Feld aktivieren hier. Sieht so aus, als würdest du ein Warpfeldgerät brauchen, um an diesem Kraftfeld vorbeizukommen. Auf dem Planeten Aridia kannst du eins organisieren. Organisieren? Ja, ich habe eins organisiert. Hier setzen wir jetzt den Spielstimmungsort. Fahren diesen Aufzug nach oben. Und dann drücken wir einmal kurz die Taste und sind dann oben. Und dann holen wir unseren Rausschmeißer, der nicht mehr da ist. Ich will das Warpfeld aber nicht. In der so oft brauche ich das nicht. Wir werden auf die Schnellauswahl, auf die zweite Schnellauswahl, dort den Rausschmeißer Ich habe jetzt irgendeine Waffe rausgeschmissen, ich weiß nicht welche. Nein! Ja, ihr könnt nach zurückspulen, ich jetzt nicht. Egal. Dann halt so. Klonk. Na komm, zerleg's. Na? Oh, da ist Quark. Na? Mir ist der echte Quark lieber, der schießt nicht. Der versteckt sich nur wie ein Weichei. Okay, hier drin ist nichts. Und zerlegen. Lass mich hier weg, lass mich hier weg, lass mich hier weg. Ich hänge fest. Das ging daneben. Ich wollte eine Rüstung kaufen, nicht Depp. Ich habe vergessen, die Rüstung zu kaufen. Das wird mein Untergang sein. Na, oh, der hat überlebt. Nee, gut. Ist er jetzt tot? Ist er jetzt tot? Nein, der ist nicht tot. Jetzt ist er tot. Das war gefährlich und ich habe nicht mehr so viele Leben. Ich bin so ein Depp, warum habe ich die Rüstung nicht gekauft? Ich bin schon wieder voll mit Munition oder gibt es einfach nur keine Rausschmeißer-Munition? Es gibt keine Rausschmeißer-Munition. Den will ich ja leveln, weil der ist gut. Ich mag den. So, hier haben wir das Problem, dass wir nicht durch das Feld durchkommen, aber ich will mal was ausprobieren. Wir haben ja den Sturmstiefel. Geht es damit? Ja, Tatsache, wir brauchen schon so einen blöden Warp-Generator.
Nein, ich wollte ihn runterschmeißen. Dann machen wir es mal so. Kaufen. Rausschmeißer. Den will ich leveln. Der macht Spaß. Also man hat ja gerade gemerkt, man kommt gut durch. Au, das war dumm. Ah, ja, ich habe dadurch den Bonus aktiviert und ich bin so gut wie tot. Das passiert irgendwie regelmäßig, wenn ich den Bonus habe. Naja, wenigstens müssen wir nicht von vorne anfangen. Das war dumm. Ich habe das Problem, ich rutsche hier in der Gegend rum und ich komme nicht weg. Nein, ich will da hinten bleiben, danke. Ich möchte hier in meiner Deckung... Meine Deckung ist weg. Dann will ich nicht dort bleiben. Ich bin jetzt schon wieder fast tot. Lass mir meine Deckung. Ich habe ein gewisses Steuerungsproblem. Lebt da noch einer? Da lebt oben noch einer. Ich hatte euch. Ich hatte euch. Kann ich den von hier aus erwischen? Nee. Also den da oben. Kann ich mal ganz kurz da hochschießen, solange ich eine Deckung habe? Ich habe keine Deckung mehr. Das ging schnell. Ich wollte nur ausweichen. Jetzt überlegt euch, ich hätte keinerlei Rüstung. Ich wäre ja mit einem Schuss tot. So. Ui. Das hätte auch schief gehen können. Lass mich da rein. Wow. Die sind mir mit ihren Rollen definitiv ein bisschen zu gut unterwegs. Gott sei Dank haben wir jetzt den Rausschmeißer, der hier alles rein automatisiert regelt. Auch wenn er richtig viel Munition jetzt dadurch frisst. Aber das ist egal, das ist so wert. Das ist so definitiv wert. Ach, hier gibt's... Ich würde gern fallen lassen. Doch, so. Weil da gibt's Kisten und die würde ich gern kaputt machen, weil ich brauche jede Bowl, die ich kriegen kann. Vielleicht kann ich mir dann eine wunderschöne Rüstung für kaufen. Eventuell, wenn ich Glück habe. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bitte gib mir eine Rüstung. Danke. Nein, nicht noch mehr Quarks. Denkst du nicht, es geht nicht mehr? Kommen noch mehr Quarks daher. Was auch immer der Spruch gerade war. Da ist wieder einer gespawnt. Ich habe ihn gerade gesehen. Warum? Warum? Warum musstest du spawnen? Gott sei Dank gibt es auch wenigstens Munition. Ja. Okay. Okay. Wir holen uns gleich das Hyperseil, weil hier ist es wunderschön rutschig und das sollte ich daher gar nicht groß versuchen. Okay, da sind eindeutig Quarks, die wir hoffentlich so ausschalten können. Warum lebt der? Warum ist der? Ah, Ninja Affe, Gartenzwerg. Okay, da kommen 100 pro wieder welche nach, wer kennt's nicht? Hallo? Ach, da ist gar kein. Okay. Na dann. Da kommen. Da sind sie doch schon, oder? Na klar, sind sie da. Nein, natürlich muss der überleben. Da sind noch mehr. Ich habe jetzt einfach mal geschmissen, weil ich einfach nicht weiß, ob da noch was kommt. In dem Fall kommt ja nichts. Zerleg mal bitte die Dinger. Danke. Nur rein sicherheitshalber. Gib mir das Leben, ich brauch's. Das wird mir wahrscheinlich... Wow. Noch mehr. Das war so klar. Das ist mein letzter Rauschmeißer gewesen. Da sind noch mehr. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich da hoch einschmeißen. Der mir hoffentlich die Kanone endlich zerlegt. Gut. Ah, die schießen ja immer noch. Okay. Wie hat der mich gekriegt? Aber wenn ich da nie reingehe, werden wir hier noch
Tage stehen. Natürlich kommen da noch welche nach. Natürlich kommen da noch welche nach. Okay. Komm, liebe Tür. Das war klar. Ich habe einen Schuss in die Ferse gekriegt. Wo starten wir wieder? Ich hasse euch. Ernsthaft? Ich habe die Speicherpunkte erst noch gelobt, aber... Okay, kein Bock mehr. Dann gehen wir wieder auf die alte Methode, weil wir wurden ja wieder bestraft dafür, dass wir das Spiel versuchen, richtig zu spielen. Und dann nehme ich doch den einen Schuss hier in Kauf, den ich abkriege. Und schwinge mich dafür dann rüber. Spare mir die ganze Munition. Nimm gleich hier das Ding wieder. Spreng die Viecher hier weg. Versuche das Hyperseil zu kriegen. Habe ich gekriegt. Wunderbar. Spring hier rüber. Wie gesagt, ich fühle mich leicht verarscht. Ich werde dafür bestraft, dafür, dass ich versuche, das Spiel richtig zu spielen. Au. Ja, ich habe ordentlich Schaden gekriegt. Das muss man schon zugeben. Jetzt habe ich wieder volle Leben. Gut. Wunderbärchen. Dann hätte ich mal gesagt. Jetzt habe ich ja zum Glück genug Rausschmeißer-Munition. Oh, Speicherpunkt. Was auch immer jetzt gerade passiert ist. Aber ich bin in Sicherheit. Soll mir recht sein. Ach, ich kann Clank hier reinschicken. Headshot. Ja, also deswegen. Warum sollte ich versuchen, richtig zu spielen? Wenn ich auch einfach knallhart... Kriege ich gerade hier Bowls durch? Gib mir die Bowls, gib mir die Bowls, gib mir die Bowls. Oh, wir sind schon fast auf V2. Da ist doch Quark. Ja, also, dann schicken wir mal Clank hinein. Wir hätten auch versuchen können, mit Quark zu sprechen, aber das ist ja uncool. Aber mir fällt gerade auf, wir machen jetzt hier mal Pause. Doch, wir machen hier Pause, weil ich weiß nicht, wie weit ist das? Da ist aber auch schon was. Ne, wir machen beim nächsten Mal weiter. Wenn es dann wieder heißt, Let's Play Ratchet und Clank. Vor allem Clank. Auf der PlayStation 2. Bis dahin und tschüss. Das wurde gerade gespeichert.